so ein Mist. Ich bin schon wieder viel zu schnell. Das ist doch Christian, der immer mit seinem Sohn zum Fußball kommt. Der ist Polizist? Warum sagt er nichts? Will er meine Fahrzeugpapiere nicht haben? Ich war hier an der Schule doch viel zu schnell unterwegs. Das war bestimmt 60. Dabei wollte ich nach der Arbeit doch nur schnell zu Frau und Kindern. Warum muss ich meine Papiere nicht vorzeigen und weshalb ist Christian so schrecklich abweisend? Beim Fußball ist er doch sonst so fröhlich und ausgelassen. So schlimm ist das doch auch nicht, wenn ich hier ein bisschen schneller war. Ach, nun gib schon her das Ticket. Nanu, das ist ja gar kein Strafzettel. Lieber Andi, ich hatte einmal eine kleine Tochter. Als sie 6 Jahre alt war, starb sie bei einem Verkehrsunfall. Richtig geraten, der Typ ist zu schnell gefahren. Ein Verfahren, eine höhere Geldstrafe und 1 Jahr Führerscheinentzug. Das war's. Dann war er wieder da. Nach der Gerichtsverhandlung kam er nach Hause und nahm seine Töchter in den Arm. Alle 3 konnte er lieb haben. Ich hatte nur eine und werde warten müssen, bis ich in den Himmel komme, bevor ich sie in den Arm nehmen kann. 1000 Mal habe ich versucht, diesem Mann zu vergeben. 1000 Mal habe ich gedacht, ich hätte es geschafft. Vielleicht habe ich es geschafft, aber ich muss immer an sie denken. Auch jetzt. Sei bitte vorsichtig, Andi. Mein Sohn ist alles, was ich noch habe. Gruß, Christian.